Bonjour et bienvenue dans l'Uranium de Play Play Pokémon. Damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Uranium, ja. Ja, mega geile Begrüßung war am Start, ja. Und ja. Ja, ich war jetzt Pokémon heilen. Wow, und das ist unser schönes neues Pokémon. Ah, krass. Aber was komisch ist, die zwei Augen so über, also so untereinander. So, das ist komisch, aber. Kann nicht alles haben. Okay. Cool, dass er jetzt zuerst angreift. Das heißt, wir heilen uns auch jetzt und sehen jetzt das volle Potenzial dieses Moves. Wow. Wow, ich heile mich. Ich bin wieder full life. Das ist cool. Das ist krass. Also, grundsätzlich ist dieses Pokémon ziemlich gut. Ja, ich wurde mal gefragt, warum hast du dieses Raupi in dein Team genommen? Es ist kein Raupi. Es ist viel eher ein Raupi mit einem mega starken Zusatztyp und mega starken Zusatztyp und ziemlich guten Stats im Verhältnis zu Raupi und Hornlio. Hat das eigentlich wirklich ziemlich gute Stats. Ich muss schnell ein Getränk öffnen und mir einschenken. Moment, meine Freunde. Oh. Entschuldigung, die Störung. So, geht schon wieder weiter. So. Ah, ist klar. Einmal noch und der Gegner ist dead. Das Gute ist, Level 25 ist halt auch für eine letzte Entwicklung cool. Also du bist die letzte Entwicklung schon. Eigentlich können wir mal kurz die Stats checken. Wir müssen VA switchen. Ernestine zum Beispiel. Obwohl Ernestine in dieser Arena eh nicht so große Chancen hat. Aber es muss gelevelt werden. So. Schau mal, Summary. Yes, Stats. Hat ziemlich gute Special und Attack und normalen Attack. Ziemlich gute Special Werte generell. Ziemlich gute physische Werte generell. Ziemlich allround, würde ich sagen. Attack 65. Attack 65. Ich hätte Tackle eigentlich beibehalten sollen. Der Attack-Wert ist ziemlich gut. Ja, der Special Attack ist auch akzeptabel, muss man mal so sagen. Ja, es geht. Aber ich bin stolz auf unseren Ehrenhans und gutes Käfer-Pokémon. Und auch gutes Feen-Pokémon, kann man so sagen. So, wir speichern hier vorher nochmal, falls wir wirklich überhaupt keine Chance haben, dann gehen wir laden wir und gehen trainieren. Falls ja aber was knapp war, dann gehen wir trotzdem, also dann gehen wir auch trainieren. Ja. Oh. Mir ist gerade aufgefallen, ich hätte eigentlich davor heilen können. Aber drauf gekackt. Kali! Der Kali! Wir kennen ihn nicht. Ich glaube, ich sollte einfach wechseln. Auf. Jetzt kommt ein Wassermove rein. Schätze ich mal. Keine Ahnung, was das für ein Move war. Aber wir haben jetzt. Was war das im Pitch Slap? Das war gut. Ah, das war noch besser. Jetzt ist es tot. Oh, okay. Das war jetzt gerade nicht das smarteste Move.
Bitte paralysiert. Okay, schade. Bitte bin ich schneller. Bitte bin ich schneller. Nein, ich bin nicht schneller. Ich bin tot. Nein, nicht mal. Aber es ist auch... Ja, es ist tot. Okay. Sapple. Ich wechsle einfach mal ganz klassisch auf meinen Airwurm. Weil... Gratiszug für Heilung. Was ist das für ein Typ? Also ich... ich schaue jetzt nicht nach, was das für ein Typ ist. Ich gehe einfach mal aus, dass es Bodenwasser ist. So. Wir haben nur mehr die Top-Genesung. Ich weiß nicht, warum wir den gerade eingesetzt haben. Eigentlich sau unnötig, aber... Egal. Okay, wir hoffen jetzt einfach auf unser Leben, dass wir nicht sterben. Bitte 10. Okay. Mach halt wieder keinen Schaden. Arme Nestine. Ja. Ja, man wird auch nicht sehr viel reißen können. Schade. Hermann ist tot. Revenge. Super Potion. Ha, alles klar, ne? Ich bekomme den Step-Bonus. Mach trotzdem keinen Schaden. Haben. Mann, das ist der Epic Sweeper von dem Gegner. Das ist einfach alles von mir zerstört. Wow, haben hat mega gut geklappt. Okay. Schade. Schade, schade. Okay, Google. Übersetze, dieses eine Wasser-Boden-Pokémon ist viel zu stark für mich in Chinesisch. Genau. Sage ich auch. So, was hat es als erstes gehabt? Das Unlicht-Pokémon, stimmt's? Also...
Probieren wir jetzt einfach ein bisschen Strategie zu verwenden. Ha, ich und Strategie, ne? Auch so eine Sache. So, Brudi. Wenn wir jetzt nicht schaffen, dann muss ich offscreen trainieren. Ganz einfach. Also muss ich sowieso, aber... Ja. Wenn wir das nicht schaffen, ist trotzdem schon mega traurig, dass das einfach ein Level über... Also... Das schwächste Pokémon sozusagen ist schon ein Level über uns. Das ist ein bisschen traurig. Und einmal noch der Draining-Kiss und du bist am Arsch. Und ich bin wieder ziemlich full einfach. Ja. Brain. Ja, das besiegen wir mit Ehrenbert. Natürlich bin ich verwirrt. In einem wichtigen Arena-Kampf. Mein Ehrenbert lässt mich nicht im Stich. Es lässt mich nicht im Stich. Oh, sorry. Super Potion! Ja, ist mir egal, aber es ist paralysiert. Ich meine, ich bin dafür verwirrt. Ich hätte Tränke kaufen sollen. Fuck! Egal. Bitte. Es reicht doch einmal sich zerstören bei der Paralyse. Hey. Schon wieder ungerecht hier. Okay. Jetzt ist es natürlich paralysiert und kann nicht angreifen. Warum wechsle ich eigentlich nicht aus? Na. Ja. Unnötig. Jetzt stirb ich einfach so. Ich stirb vor allem jetzt. Stirb ich einfach so. Ja, hier Ehrenhans könnte wirklich voll carryen mit Gigasauger. Wow! Okay, das ist gut. Das ist gut. So soll das auch sein. Kein Waterpuls. Waterpuls! Du kannst das so oft machen, wie du willst. Ich heil mich. Außer ich bin schon wieder verwirrt! Kann ich nicht bitte Glück haben? Bitte! Oder zumindest kein Pech. Das wäre mir schon sehr recht. Ich meine, ja. Vor allem das Traurige ist, dass der die Aquavelle einfach so viel fucking Schaden macht, dass ich jetzt mit dem Schaden der Verwirrung mich sterben werde. Ich meine, das war jetzt ein großer Fehler von ihm. Aber wahrscheinlich bringt es mir halt erst nichts, weil ich... Achso, ich bin es nicht mehr verwirrt. Ist gut. Sableau. Sableu. Sableu. Gegen das Pokémon. Das war noch nicht mal das letzte. Darum wundert mich das nicht. Okay. War das gerade Fluch? Das war einfach die Fluchanimation, lol. Okay. Das Gute ist, wir haben noch Hermann, oder? Hermann carried gegen dieses Pokémon. Ich werde jetzt aber nicht wechseln, weil... Ah,
Einfach ein bisschen runterpoken. Soweit es möglich wäre, aber das ist ja nicht weit möglich. Zerstören wir das Hermann. Wenn nicht, dann gar keiner. Hermann. Flame Burster! Und tot. Easy. Ja. Arena, kein Problem für mich. 10-mal underlevelte Pokémon und easy peasy. Einfach der beste Pokémon-Trainer bin, ne? Wir müssen jetzt unbedingt Aquarelle jemand beibringen. Nämlich unseren Ehrenwert. Statt Aquaknarre. Damit er auch jeden verwirren kann. Ja, aber. Nice. Wir können ja eigentlich generell mehrere Attacken. Die vielleicht Brick Break. Aeroas. Oh, ein Kampf. Hä? Wow. Ehrlich gesagt, ich lerne Ehrenhans Aeroas. Weil es einfach eh physischer Natur ist. Also es hat einen ziemlich hohen Angriff. So. Ey, ich weiß nicht, wo wir... wir gucken mal. Wir Hermann vielleicht Aeroas beibringen sollten. Probably zusätzlich... Also Quick Attack ist jetzt nicht sicher. Du hast halt garantiert den First Hit. Ist zwar manchmal sehr wichtig, aber... Ich scheiße jetzt einfach mal drauf. Lerne im Aeroas. Secret Power Move. Der Geheim Power. Und was war das andere dann? Hidden Power. Hä? Okay. Okay, keine Ahnung. Achso, Hidden Power ist. Ah, Hidden Power ist Ding. Kraftreserve, glaube ich. Snatch. Silberwind. Wow, das ist eigentlich auch geil. Silberwind. Hat halt nur 5 AP und ist fast genauso stark. Hey. Irgendwie gefällt mir das Set gerade ganz gut. Ah, ich scheiß auf Silberwind. Kannst ja jederzeit beibringen. Should I stop learning? Yes. Ah, jetzt habe ich nochmal drauf gedrückt. So. Was ist das? Okay. Gut, na, du gehst mal heilen. Ich weiß nicht, wann die Folge vorbei ist, aber recht viel ausgehen wird sich nicht mehr, schätze ich mal. Weil wir ja 2 Versuche brauchen. Ich meine, wir haben dann easy first try gemacht. So. Ja, wir müssen definitiv trainieren, weil der nächste Arena-Leiter wird nochmal stärker, logisch. Und ja. Also. Ich werde jetzt wieder längere Zeit eine Aufnahmepause machen und bevor ich das nächste Mal aufnehme, werde ich halt einfach trainieren. So 2-3 Level pro Pokémon. Also ich möchte alle irgendwie auf Level 28, 29 oder so bekommen. Oder von mir ist auch 30. Kommt auf meine Motivation an. Und ich, wenn ich sie auf 30 trainiere, hoffe ich, sei denn nicht sauer, dass ich offscreen so viel trainiert habe. Uff, die Sache ist, Ehrenbert wird sich entwickeln wollen, aber ich werde es nicht zulassen, weil ihr dabei sein sollt. Okay, ich weiß nicht, wie lange jetzt der Ding noch fährt, der Ding noch geht, der Timer. Okay, also genau noch 17 Sekunden, also die Folge ist lang genug. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wie gesagt, ich werde offscreen leveln. Und dann werden wir schauen, wo wir weitergehen können. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Warte mal, okay, Google. Übersetze, ich bedanke mich fürs Zusehen in Norwegisch.
Jeg takker for at du så på. Tschüss!